Ein neuer Tag, ein neues Kästchen. Herzlich willkommen in unserem Adventkalender. Und solltest du es nicht wissen, in zwei Kästchen wartet auf dich ein Gewinnspiel. Also verpass keines unserer Kästchen, um dabei zu sein. Kennt ihr das? Wenn dein Business still steht? Du hast begonnen mit Young Living, deine Organisation aufzubauen. Du hast begonnen, nach vorwärts zu laufen. Du warst begeistert. Du hast deine ersten Partner eingeschrieben. Und auf einmal ist Stillstand. Stillstand im Business ist meist eine Konsolidierung in deinem Aufbau. So etwas darf einfach sein. Aber eines ist ganz wichtig. Du musst Acht geben, dass du nicht still bleibst. Also was gibt's zu tun? Wenn du Stillstand in deinem Business erkennst, bist du aufgefordert, viele neue Partner in deine Organisation aufzubauen. Jetzt ist der Ruf groß, dass du hinausgehst, Menschen begeistert, ansprichst, ihnen die Produkte zeigst und ihnen zeigst, wie sie die Produkte bestellen können. Denn das ist das Einzige, was den Stillstand unterbricht. Sehr oft erkenne ich Stillstand im Geschäft, im Business, bei Partnern, die schon Ränge wie Executive oder Silber erreicht haben. Denn nach einer bestimmten Zeit mussten sie sich zu viel mit dem Fördern ihrer Partner beschäftigen und haben zu wenige Menschen selbst wieder für Young Living begeistert. Also hast du Stillstand in deinem Business, dann ist das Einzige, was es zu tun gibt, hinauszugehen. Menschen zu begeistern, neu einzuschreiben. Denn eines ist ganz klar. Am Anfang schreibst du Menschen in Young Living ein, die Produkte bestellen. Am Anfang hast du die ersten Ränge erreicht. Aber der Unterschied zu einem Top-Business-Builder bei Young Living und einem, der beginnt, der ist nicht groß. Der einzige Unterschied, der existiert, ist der, dass der Top-Business-Builder nie aufgehört hat, neue Menschen einzuschreiben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns ein Like, gib uns den Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, damit du keines unserer Videos verpasst. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis morgen!